Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Attack of the B-Team. Wir sind vollständig, Marco, Dani, Haigun und ich, und haben schon hier so gut wie alle bestückt. Jetzt legen wir noch die letzten drei ein. 3, 2, 1, go! Und dann geht's ab zum Enderdrachen für den Finalkampf! Das ist der Final! Das ist Copyright-Musik, glaube ich. Ich glaube, das kommt nur bei dem Gesang nicht erkennen, das passt schon. So, danke schön für das Kompliment. Jawohl, wir sind im End und werden jetzt den Drachen zerlegen. Ist er denn hier schon irgendwo? Das ist der Zelda. Und Flansmod-Waffen sind verboten, das bedeutet, dass wir nicht mit einer RPG auf den schießen können mit One-Hit. Oh Mann! Ja, das wäre auch ein bisschen cheaty cheaty. Ich habe mir externe RPG gemacht. Bams. Wirklich? Ja! Die RPG macht den One-Hit, egal was du machst. Scheiße, jetzt hab ich Wir haben uns übrigens auch entschlossen, diese Map zum Download dann zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich werde die im Anschluss noch runterladen und den Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Dann, mit was schießt man Feuerkugeln? Oh. Oh. Wie soll man denn da auf... Lustig. Ah, geil, mir hat's für Server gehabt. Oh. Ja. Okay, ich glaube, wir können jetzt direkt auf den Drachen gehen, ne? Jupp, ihr geht ja schon auf den Drachen. Ja, ja. So, wo ist er denn? Da. Ich glaube, die ganzen Heilkristalle sind da. Ich weiß es noch nicht. Ja, heilen kann er sich nicht mehr, ne? Okay, es ist zwar einfacher, wenn man fliegen kann, aber auch nicht so extrem einfach, weil man viel zu langsam ist, den richtig zu verfolgen. Und außerdem blockieren die Wolken die ganze Zeit meine Bogenschüsse. Aber die Wolken sind auch im normalen Ende. Und der Haken blockiert auch meine Bogenschüsse. Wenigstens habe ich die ganze Zeit angegriffen. Weil wir machen ohne Feuerkugel, ich glaube, das ist doch ein bisschen fies. Wieso denn? Okay. Ja, es ist nicht fies, aber es ist sinnlos. Ist nicht sinnlos, ich hab mir extra auch einen Bogen deswegen eingepackt, wegen fairen Angriffen. Wer ist die Fee? Dani. So, aber seit wann kann die fliegen? Ich fliegen, aber ich kann nicht gehen. Oh, komm her. Ach so, stimmt. Mann, es ist so stockdunkel, das nervt total. Ja, es ist echt lustig hier. Wenn ich bald gleich sterbe, dann sagt meine Mutter, ich hab sehr gutes Essen gemacht. Normalerweise kommt da irgendwie was Gefühlvolleres. Ah, ich hab ihn richtig gut mit meinem Bogen gerade getroffen, hat man's gesehen? Nein. Ja, er hat gut verloren schon, ja. Er lebt garantiert nicht mehr lang. Oh, mein Bogen zieht das. Toll, jetzt klappt's bei mir. Ich bin im End. Oh, wie ich den 3 Jahre lang verfolge und dann. Schon fast tot. Toll, jetzt ist er gleich tot. Ich seh's. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da unten. Ich seh eure Bälle. Und da über mir war er. Das ist meine Bälle. Kann das sein? Feuerbälle. Toll, jetzt hat's ihn zerstört. Gleich. Ah, ich hab ihn getroffen. Ich auch. Yeah. Toll. Wir hatten ganz schön kurz. Nein, die ganzen EP. Es könnte sein, dass die jetzt hier so mitten ins Nirgendwo fallen. Ja. Wir haben. Ja, kann nicht die Enderman auf mich! Hilfe! Es ist schlimm, dass ich jetzt schon ins Portal reingerannt bin, nee, und das direkt in mir gespawnt ist. Wir haben. Jawohl, wir haben noch mehr als genug davon, oder? Dann lassen wir sie einfach stehen. Wir haben jetzt nämlich keinen Pisten dabei, wir Deppen. Oder es geht auch mit einer Fackel. Ja, du musst aber Glück haben, dass er drauf hüpft, oder? Nein, du klickst ihn an, er geht auf einen Block, du baust dich 2 Blöcke runter und platzierst darunter eine Fackel und lässt ihn dann darauf fallen. Na dann oder mach's mit einer Druckplatte, Ach nee, das ist ein Drache, den man spawnen kann. Ja, deswegen darf man nicht rechtsklick drauf machen. Server Crash. Alter, too late. So, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb gehen wir noch ein bisschen Enderman schlachten. Aua. Eigentlich wollte ich jetzt zeigen, aber mein Attack of the B-Team ist gerade gecrashed. Oh. So. Dann sag mir, wenn du wieder da bist, dann höre ich mit Schlachten auf und komme zu dir. Ich frage mich gerade eigentlich, wo ich bin. Ich bin aus dem Portal und bin am Spawn gespawnt. Nein, kein Enderman, kein Enderman. Enderman ist sowieso One-Hit für mich. Ohne also, ihn. Sachen jetzt nicht mit. Bams. Geht doch nicht, ich hab rechtsklickt.
Ja, das ist sinnlos, ich meine. Das ist ja genau das gleiche Ei, was man in den Dungeon hält. Ja, wir haben es schon. Aber egal, ich dann. So noch zwei Stück. Sag ja, die keine AK-47 geschossen, ne? Ja, Alter, hast du mit auf den Server kommst, dann kann ich es mir an. Eine Frage, wo ist, wie kannst du mal die große Map machen am Tem? So. Muss ich jetzt schon. Boah, könntest du mal dieser Sound aufhören? Danke. Ja, was bist denn du für ein Süßen? Komm her. Meine Schreie, bitte. Ich hab's dir merkwürdig angehört. Ich hasse diese Enderman-Schreie. Das sind einfach nur Menschenschreie rückwärts abgespielt. Und dann haben die Menschen ziemlich hässlich geschrien. Auch vorwärts. Nur diese ewig langgezogene Westgejagd. Zieh mal einen Zombie-Sound lang und mach ihn tiefer, als geht zu bekommen. Das ist widerwärtig. Aber die respawnen, oder? Das heißt, selbst wenn ich jetzt alle killen würde, würden die wiederkommen, oder? Ja. Oh. Boah, ich... Ah, geh weg, du scheiß hässliches Geräusch. Igitt. Ey, wisst ihr, wo ein Gast ist? Nein. Im Nether? Nö. Im End. Vielleicht ist es... Ah, nee. Ja, kann man spawnen. Eigentlich. Dark Cloud. Ja, sind... da. Ja, und ich flieg grad nach Hause. Also, ich weiß es jetzt nicht sofort wieder Insta-Crash. 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 Ich muss aufpassen, sonst kauft Facebook Insta-Crash auch noch. Ich bin außerdem in dieses Portal reingeflogen, dann war der Abspann, ich hab Escape gedrückt und dann Crash. Du musst immer einen kurzen Moment warten, sonst Dani, kannst du mich mal testen. Bin ich jetzt mal... Ja, wieso? Ich bin noch im End. Ja, ich bin ja auch im End, aber Dani, soll mich mal zu dir tippen. Ach so, ich flieg grad nach Hause. Dani, machst du das oder soll ich jetzt hier weg? Ihr müsst aus dem Ende raus. Ich bin aus dem Ende. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ja, bin ich. Achievement Gerd, the End. Gut, dann warte ich mal kurz, bis ein bisschen Schrift kommt. Dani, kannst du dich zu mir mich zu dir teleportieren? Warte, ich bin schon aus dem Ende. Alle schon aus dem Ende raus. Ah, shit. Nö. Es ist abgekackt. Ich bin nicht aus dem Ende raus. Bei dir auch? Ja. Ich starte schon neu. Die Aufnahme läuft weiter. Ich hoffe, dass es erkennt, dass es das gleiche Fenster ist. Ansonsten muss ich die Folge kurz aufsplitten. Wäre nicht so schön. So, es startet. Also, ich bin nicht aus dem Ende raus. Ich bleib einfach schön auf meiner Obsidian-Plattform. Ja, aber ich möchte noch was zeigen, ne? Ja, okay. Ich bleib trotzdem da weiter. Also du kannst dabei, wenn du willst, aber dann bist du beim Ende halt dann nicht dabei. Beim Ende des Projektes. Oder ich geh jetzt einfach sterben. Nein, mach mal nicht. Ich freue mich schon richtig auf die Map, die zu haben. Die ist ganz cool, halt schon ziemlich viel. Aber eine Sache müssten wir noch machen, und zwar die ganzen Koordinaten der Objekte. Hä? Warum? Na, die Karte ist bei, wenn man ja neu auf die Map geht, nicht aufgedeckt. Das heißt, die Leute brauchen die Koordinaten, um zu wissen, wo ist das Haus. Na gut, das kann ich jetzt noch kurz in der Folge zeigen. Na komm gut, schon, starte schneller! Man macht einfach mit Spawn Point Set und dann im Haus. Müsste doch gehen, oder Wall Spawn ja, Point. Ja, das alte Haus und das Dorf. Was haben wir eigentlich mit dem Dorf alles gemacht? Sind doch Portale da. Naja, stimmt. Scheiße, aber... ich falle! Scheiße! Kannst du nicht fliegen? Doch, scheiße! Deshalb wollte ich. Cäsar, bist du jetzt auch gerade zu Hause? Warte, logging in. Ich werde zu Hause, hättest du mich teleportiert. Ja. Ich bin daheim. Ich empfehle allen einmal mit meiner Rakete durch diesen riesigen Tunnel zu fliegen, den ich. Ja, hatte. Okay, aber kannst du mich mal kurz zu Hause teleportieren? Wieso, wo bist du? Ich bin hier und flieg gerade nach Hause seit 5 Minuten. Wo bist du? Ich bin ein... Kann ich einfach bist du in der normalen Welt? In der normalen Welt, hatte ich doch gesagt.
Ich teleportiere dann euch alle gleichzeitig zu dem Endeteil, was ich gebaut habe. Geil, B-Team ist abgestürzt. Ja, bei mir auch. Aber die Aufnahme kann weitergehen. Ich sehe es nämlich im Vorschaubild, es funktioniert. Ist es wirklich abgestürzt? Yep. Ja. Es war komplett weg. Ja. Ist neu gestartet, aber zum Glück erkennt OBS, dass das Spiel wieder gekommen ist und hat einfach weiter aufgenommen. War halt einfach mal kurz. Crash hat sich meine Karte resettet. Besser als die Items resetten. Ey, wusstet ihr, dass eine Village ungefähr 100 Blöcke von unserem ersten Haus entfernt war im Vergleich zu der anderen, die wir benutzt haben? Okay. So, also hier ist jetzt auf jeden Fall mal so eine kleine Übersicht über dieses Projekt. Hier unten hat alles angefangen. Logischerweise bei 0,0 in etwa. Dann sind wir hier hochgezogen. Es müsste da gewesen sein, ne? Ja. So in etwa bei 100 und minus 256. Müsste hier sein. Hier ist das Endportal. Bei 779 und minus 275. Und hier oben wohnen wir jetzt. 3192 minus 1717. Leute, wenn das Ende der Folge ankommt, dann will ich eine Rede halten. Wirklich. Sie müssen ja auch aufnehmen. Davor stoppen. Wir müssen das Individuum davon aufhalten. Entweder aufnehmen oder nicht, du kannst entscheiden. So, Dani, teleportierst du mal? Okay, also. Als Test muss ich dann sagen, wenn ich meine. Seid ihr hier? Ich bin da. Ungeklubt? Ja, das ungeklubt. Ist dieser eine Zuschauer, mit dem ich. Ach so! Ja. Der heißt Jordan. Er wollte, dass ich sage, wie er heißt. Okay. Ja, genau. Jordan ist ja auch ein bisschen. Heißt er Jordan oder Jordan? Ich glaube Jordan. Er ist ja ein bisschen traurig, dass das Projekt vorbei ist, aber ich auch. Wir werden die Map runterladbar machen. Zum Download zur Verfügung stellen. Und wir werden auch in künftigen Projekten, möchte ich mir überlegen, dass wir die Zuschauer etwas mehr einbinden können. Da werde ich mir noch was einfallen lassen, dementsprechend... Warum habe ich so eine komische Krippelhand? Dementsprechend wird dann noch was kommen. Nur eine Frage, Terra. Hat der einen BH an oder was soll das sein? Sport? Keine Ahnung was. Wer? Dein Skin. Ist das ein BH? Das ist Deutschland-Trikot. Ach so. Ich hab's sogar schon in einer anderen Folge angesprochen. Block of Redstone. Also, mal darf ich meine Rede halten. Später. Schön, okay. Schön. Das ist doch mal ein würdiger Ausklang für dieses Projekt, was du eigentlich hingebaut. Eigentlich wollte ich, dass du in die rechte Kiste des Drachenei aus dem Ende reinpackst. Ja, aber das haben wir verkackt. Aber da wir das Drachenei aus dem Ende nicht haben, nehme ich einfach dieses eine Drachenei von denen, die wir aus dem... Ich habe ein Stück Wolke reingelegt. Ist auch gut. Nein, ich nehme eins von... Nein! Ich nehme dieses Drachenei hier. Gut, liebe Freunde, bevor jetzt Marco hier noch irgendwie einen kleinen Plausch hält, möchte ich mich herzlich bedanken für die ganzen Zuschauer, für die ganze Unterstützung und so weiter über in diesem Projekt, die mir auch schön viele Kommentare geschrieben haben. Es hat sich weitaus größer entwickelt, als ich ursprünglich mal gedacht habe. Vielen, vielen Dank an euch alle und ich würde es mir wünschen, dass wir uns im nächsten Projekt wiedersehen. Jedenfalls, ihr seid natürlich jederzeit willkommen, Kommentare sind willkommen. Und ja, das war's jetzt leider von Attack of the B-Team. Wir werden uns im nächsten Projekt hoffentlich wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wer möchte, kann das Video beenden. Wer nicht, kann sich noch die Rede von Marco anhören. Ich weiß nicht, dass es ohrenbetäubend, gehirnzerstörend, bedämmend, kartoffelisierend und es gibt 100 Nebeneffekte. Ja, okay, das ist wahr. Also, und Unbekannte. Ich bedanke mich an alle Zuschauer, die dieses Projekt bei Cesar Hulst verfolgt haben, weil ich bin jetzt so circa 40. Folge eingestiegen zum Beispiel. Ich bedanke mich auch, dass Cesar und Dani mich aufgenommen haben. Sehr nett. Wo sind wir halt? Ja, ihr seid so. Und dann
Ich habe auch sehr oft in Cesses Kommentaren nachgeschaut und dieser Jordan ist mir sehr auffällig vorgekommen. Ich möchte mich an dir auch noch bedanken, dass du dieses Projekt sehr stark verfolgt hast. Und ich möchte mich dann auch noch an alle Abonnenten bedanken, die Cesar so weit geholfen haben, dass er jetzt fast 200 Abonnenten hat. Also von mir aus. 199. Also wenn du, genau du, ja, ich rede mit dir, der jetzt genau zuschaut, mich noch nicht abonniert hast, dann tu es, dann habe ich 200. Hast du wirklich? Ja, hat er. Also ich sag einfach mal danke an alle, die hier mitgemacht haben und sehr stark zugeschaut haben. Ja, und Jordan oder Jordan oder wie man dich auch immer ausspricht, ich lasse mir noch was einfallen, wir werden auf jeden Fall mal zusammen spielen. Das verspreche ich dir hiermit feierlich. Noch jemand irgendwelche Schlussworte? Alter, hör jetzt mit deinem Kackbogen auf. Komm, Schlussworte, das wäre dann mein Schlusswort. Irgendjemand, weil ich habe mich gerade peinlich gemacht, dann darf jemand anderes das auch. Nö, die Schlussrede war gut. Danke. Eine Frage, können wir noch alle zusammen Screenshot machen vor diesem Ding hier? Können wir. Das erste erfolgreiche Projekt. Jui. Ich mache in meinen Charakter noch mein Diamantschwert rein, weil irgendwie ist das Entschuldigung. Das ist schlimm. Cool aus. Findet ihr mein Diamant? Mein Gott, er hat den Knopf gedrückt. Hoppla, ich hab mich vertippt, sorry. Ey, über die Creeper-Gene. Ich hab den Kraftspawner ausgemacht, egal, da mach ich mein Genetik-Bohr rein. Oh, es geht ja wieder nicht. Was ist? Die. Ja, ich leg noch schnell die ganze Rüstung hier ab. Meine Sachen sind ja weg, das. Sehr, ich hab deine Hand nach hinten gestrichen. Leute, meine Sachen sind ja weg, weil ich bin aus Versehen im End gestorben. War ja ganz schön. Ach, ich soll das auch machen? Ja, mach es! Das sind alle Sachen weg. Ah ja, Cesar, eine Sache will ich dir aber noch zeigen. Mhm. Und zwar diese Schuhe hier. Guck dir einfach mal diese Schuhe an, was mit denen passiert ist. Ja, warte mal. Mach mal. Kannst du mir die... Was ist denn mit denen? Warte, wo bist du? Da. Schau dir mal an, was die für Stati haben. 22 mal Federfalle X. Hat sich angezogen. Hey, ich bin vielleicht auch auf dem Server. Dani, teleportierst du ihn? Ich hab's versucht, aber er war noch am Ende. Nö, ich bin schon wieder in der Oberwelt. Kannst du dich zu einem Menschen machen, damit hier? Wasserhüte, H, oder? Ja. Ja. Und dann das alle. Mit dem X schaltet man die aus oder eben okay, mich hat's vom Server gehauen und dann komme ich einfach nicht mehr drauf. Schade. Weil... Gut, Freunde, aber bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.